Set down? Ja. Gibt's da einen Counter? Ach, der ist schon down, okay. Das geht ja ganz schön fix hier, die Mission. Mit R1 können wir auch rennen, nicht nur die Angriffe verstärken. Also, die macht hier alle alleine down. Was geht denn hier ab? Erde haben wir bekommen. Was ist hier los? Der backt wohl nur rum. Einen Skull haben wir erhalten. Okay. Wir gehen mal hier oben entlang. Das Gebiet scheinen wir auf jeden Fall befriedet zu haben. Und links das ist wahrscheinlich diese Menge, die wir hier an diesem Miasma vertragen. Roten Ton haben wir bekommen. 5, die wir noch killen müssen, das ist gut. Okay, also ich muss auf jeden Fall das mit der Entfernung besser hinbekommen. Okay, down. Wir probieren mal Folgendes, wenn wir hier beten, ob das auch das Miasma clean. Nein, macht's nicht. Okay, das wissen wir jetzt. Gegen wen kämpfst du denn? Da hinten gegen einen, okay. Okay, die hat den Down gemacht. Dann gehen wir hier weiter runter. Aber das ist ja gut. Auch wenn die Sachen dann quasi kaputt macht, bekommen wir Loot. Okay, der ist down. Kurz Ritual. Gefällt mir ganz gut eigentlich. Da hinten ist wieder was aufgetaucht. Wahrscheinlich respawnen die einfach. Auch nochmal kurz hier Ritual machen. Damit wir immer wieder unsere Ausdauer bekommen. Da oben auch wieder respawned. Okay. Ah, wie schon down. Hallo? Kannst nicht immer alles down machen. Immer schön drauf. Auch nochmal kurz die Ritualen. Gehen wir mal nochmal ins andere Gebiet. Okay, der müsste down sein. Der nächste auch. Okay, Mission geschafft. Das ist doch schon mal was. In 29 Sekunden werden wir hier verschwinden. Wir hauen hier aber die auch noch kaputt. Je mehr Loot, desto besser, möchte ich mal behaupten. Oh Mann, das ist richtig geil. Für die Animationen echt gut. Auch nochmal kurz hier. Ritual, auch wenn das wahrscheinlich nicht mehr reichen wird. Wir sind weggebeamt. Sehr gut. Mission accomplished. Auch wenn wir das Ohr leider nicht bekommen haben. Okay, 589 haben wir. Sind wir schon fast Level 2, wenn ich das richtig sehe, mit unseren Mitama. Storen wir alles. Ich will die Sachen nicht verkaufen. Am Ende können wir es noch gebrauchen und selbst wenn, dann können wir es wahrscheinlich später immer noch verkaufen.
Beziehungsweise eigentlich müssten wir ja direkt die nächste Mission machen können, oder? Oh, warte, sie will mit uns reden. Ja. Die任務は順調のようだな. Rektaline scheint, als ob du deine Pflichten hervorragend erfüllst. どうだ? Utakata-の暮らしは? Wie gefällt dir Utakata? Kommst du langsam zurecht? Jetzt können wir sagen, ich hasse es nicht. Oder es ist eine schöne Stadt. Ich sage jetzt mal, es ist ein schönes Dorf. そうか. ならよかった. Schön, ich bin froh. 美しい里だ. 緑豊かで水も澄んでいる. Es ist ein hübsches Dorf. Wir haben Grünanlagen und sauberes, klares Wasser. Ich habe eine jüngere Schwester, die ebenfalls hier lebt, weißt du? Das ist der einzige Grund, den ich dazu benötige, um sicherzustellen, dass die Oni diesen Ort nicht ruinieren. Es tut mir leid, dass du dazu gezwungen wurdest, an die Front zu gehen, so früh. Aber wir brauchen alle Hilfe, die wir bekommen können, wenn wir überleben wollen. Wir haben so wenige Hände, wir haben so viele verloren in den Kämpfen 8 Jahre zuvor. Ich setze große Hoffnung in dich. Bitte beschütze die Leute dieses Dorfes. Das stimmt, ich habe es fast vergessen. Ich muss das Dorf für eine Weile verlassen. Ja toll, dann ist die nicht mehr da. Das ist ein bisschen scheiße dann, ey. Also sie hat eine andere Mission und wir sollen uns mit den anderen zusammentun, solange sie weg ist. Sie haben ihre Eigenheiten, aber sie glaubt, wir sind dem gewappnet. Versuch einfach mit ihnen auszukommen. Okay, es gibt eine neue Mission. Würde ich aber ehrlich gesagt, doch, wir gehen rein. Wir können ja von drinnen aus direkt in unsere Hütte und dann speichern. Macht mehr Sinn. Nein, noch nicht. Okay, keine neue Post. Dann gucken wir mal, was die neue Mission macht. Haben wir noch nicht geschafft. Neue Mission. Red Zone Rescue Grace. Also da sollen wir 3 rote Zonen sichern. Das können wir aber noch nicht. Wir sollen 3 Drumbles töten. Die sehen stark aus und wenn es nur 3 sind, werden die wahrscheinlich gefährlich sein. Dann gehen wir mal alleine los, würde ich sagen. Würde mich ja grundsätzlich mal interessieren, wenn ihr das Spiel auch habt, wie ihr es findet. Ihr kennt das Spiel, ja? Alles in die Kommentare. Schön hier einsammeln. Rein theoretisch könnte ich die hier außen vor lassen. Eine Stunde Zeit. Ich will mich jetzt erstmal hier den anderen widmen. Den Hoshis. Ich vermute nämlich, dass die hier sein werden. Da waren wir noch nicht. Da, Tatsache, ist einer... Was ist das denn bitte? Eine Art Drachenschnecke. Oh, warte mal. Hat auch nur einen einzigen... Punkt. Oh. Okay. Jetzt ist sie kurz nach vorne geschleimt. Das gibt's ja gar nicht. Wieso sind die denn so krass? Soll ich die denn besiegen?
Entweder hat er gerade um Hilfe gerufen. Ah ne, wir haben ihn gekillt, okay. Kommt schon, Loot. Mal kurz unser Ritual. Dann hauen wir die Hansel hier mal um. Auch den hauen wir um. Okay. Da hinten in der Ecke gibt's was, habe ich gerade gesehen. Großes Lotusblatt. Gehen wir uns mal kurz hier reinigen. Obwohl, ach egal, jetzt haben wir es gemacht. Da können wir nicht entlang. Und da ist noch so eine von diesen Schlangen. Wir machen aber erstmal hier die kleinen kaputt. Ich frage mich, ob das bestimmte Kombinationen gibt, die wir hier drücken können. Du Sack! Auch down, oder was? Ja. Kurz auffrischen, während der da hinten rumspinnt. Okay, und down ist er. Das war ja recht einfach. Hier hinten gerade nochmal einsammeln. Das war wohl so eine Art Muschelschale. Okay, und jetzt? Ist nichts respawned oder so. Wir gucken mal, dass wir wieder zurückgehen und vielleicht nochmal herkommen. Vielleicht respawnen die dann, weil wir müssen ja immerhin drei von diesen Wurmkreaturen. Oder? Davon ist einer davon. Okay, passt. Machen wir erstmal hier alle kaputt. Von den kleinen Hongs. Ich glaube, der andere kommt uns hier zu nah. Aber egal, passt schon. Ich will erstmal die anderen hier töten. Mit dem rechten Stick kann man die durchschalten, was ich ganz gut finde. Okay, den haben wir. Okay, der will's. Dann soll er es auch haben. Extra Damage. Ach, er hat uns bekommen. Egal, macht nichts. Kurz mal Ritualen. Dann rennen wir drauf zu. Yeah, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Die können wir noch trotzdem noch kaputt machen. Also können wir im Grunde genommen immer alle töten. Das ist im Grunde genommen Latte. Da die Monster alle anscheinend hier dann spawnen, wo wir uns aufhalten. Okay, er ist down. Ausgezeichnet. Aber wir können hier Sachen auswählen, wenn wir R1. Ne, Quatsch, das ist ja. Eh schon. Bin ein bisschen verwirrt. Ich denke, das heißt einfach nur, dass wir da diesen besonders starken Angriff machen. Level abbekommen.